Hallo, hallo, jetzt sind wir gerade noch ein bisschen zu früh, jetzt müssen wir noch ein bisschen Smalltalk machen. Wir haben schon, Okay. ich weiß nicht, ob du das auch siehst, vier Zuschauer, also drei außer uns oder so. Keine Ahnung, wer das ist. Ich zeige es mir jetzt nicht an. Zeigst du das an? Nicht? Nee, ich sehe das nicht. Nee. Wer da? Okay. Nee, ich sehe nicht. Okay, warte, ich richte mich ja noch ein bisschen ein. In Ja, tu dich mal ein bisschen in die Mitte. die Mitte? Ja, so. Wieso? Ja. Also, weil jetzt bist du in der Mitte. Und jetzt müsstest du noch ein bisschen. Ja. Ja. Ja, super. Okay. Ja. Sieht gut Hi. aus, oder? Naja, gewöhnungsbedürftig. Ist es Nee, nicht? aber okay. Super. Das ist meine Ex-Schwiegermutter. Sieht man, oder? Wohnzimmer. Wo? Wer war's? Hier, da meine die Deko und so, weißt du, das ist Ach so. Ja, ich habe heute auch verzweifelt nach einer leeren Wand gesucht. Nach einer Kugel, die hinter mir. Aber ja, ich wusste nicht so recht, wie das am besten ist oder so, aber ich glaube, das passt. das Ne? passt super und die Technik hat uns nicht im Stich gelassen, das heißt, das ist alles divinely guided, oder? Schön geführt. Jetzt warten wir hier noch 2, 3 Minuten und dann schauen wir Ja. mal, wer da kommt. Es waren ein paar super interessiert auch, eben an Habe ich anderen gesehen. Themen. Ja. Da Und stieg mein Stresspegel, nachdem ich gesehen habe, dass ich so viele dafür interessiere. Waren schon einige. ja, es sind einige, es kommt jetzt darauf an, ob die natürlich heute Zeit haben, live dabei zu sein, aber es schauen sich dann immer ganz, ganz viele nachträglich diese Videos an. Und ich will jetzt einfach nur warten, weil wir gesagt haben, wir fangen um 7 an und dann müssen wir immer noch ein paar Minuten warten, bis sich da alle zugeschaltet haben. Jetzt sind schon 3, 4 sind reingekommen. Hallo, hallo. Ihr könnt ja kurz mal was in den Chat, in die Kommentare unten schreiben. Und uns begrüßen, damit ich auch sehe, ob ich eure Kommentare sehe, wenn ihr dann nachher Fragen habt oder so. Mal gucken, was da unten. Ich schreibe jetzt mal Hallo rein. So. 6 sind jetzt schon da. Cool. Hallo. Hallo, ihr alle. Siehst du das jetzt, diese Kommentare? Siehst du die bei dir? Ich sehe keine Kommentare, nee, ich weiß noch nicht, wie ich das verändern kann oder so. Weiß ich auch nicht. Ah, die Melinde. Hallo, Melinde. Ja, ist nicht schlimm. Also ich sehe Ja. sie. Ich weiß jetzt eben nicht, ob die immer nur einer sieht oder zwei. Die Melinde ist Jetzt sehe da. ich es auch. Jetzt siehst du es auch. Ja, Ah, super. dafür sehe ich dich nicht mehr richtig. Aber die Kommentare sind ja auch, ja. Ich weiß nicht, das ist alles übereinander gelegt irgendwie Ja, bei also bei mir. mir ist jetzt, sind jetzt die Kommentare über meinem Mund sozusagen. Ja, genau. Für mich auch, ja. Hallo, hallo, hallo. Sabine, 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 schön, dass du da bist. Wir warten jetzt hier noch ein paar Minuten und dann legen wir los, bis alle da dabei sind. Also ich bin so beglückt, dass diese Technik heute so hervorragend klappt. Wahnsinn. Wahnsinn. Wo bist du jetzt? Du bist irgendwo in der Nähe von Stuttgart, gell, Alexandra? Genau in Donaueschingen. Ah. Also zwischen Bodensee und Stuttgart ist das eigentlich. Ah, okay. Ja, ich bin gar nicht Ja. so weit weg. Hier Wo bist unten. du denn? Ich bin in der Nähe von Aarau in der Schweiz. Ah, okay. Ja. Ja, ist das Konstanzer Richtung dann? Ja, noch ein bisschen weiter. Okay. Christiane, hallo, Hallo. hallo. Sagt alle mal kurz Hallo, damit wir wissen, wann wir loslegen dürfen. Wir sind ja nicht so pünktlich unbedingt, aber trotzdem wollen wir ja nicht den halben Sonntag blockieren hier. Jetzt sind schon neue Zuschauer da. Grüßt uns doch mal, dass wir wissen, dass ihr da seid. Wer da ist, kurz in die Genau, wer? Kommentare. Wer ist da? 10 Leute sind schon da. 11. Wow. Hallo, Wow. hallo. So cool. Ja, ich fange jetzt einfach mal an mit meiner Einleitung und erzähle mal kurz den Hintergrund. Ja, ich habe ja mal gepostet, weil mich interessiert, wer Access Consciousness macht.
Und da hat die liebe Alexandra sich dann unter anderem gemeldet. Die anderen waren dann wieder verschwunden. Und ich wollte eigentlich hier so eine Thematik aufbringen, um zu sagen, ja klar, Dr. Joe Dispenza, der macht so coole Sachen und hat wahnsinnig schöne Ansätze mit seinen Meditationen. Und was ist eigentlich der Kern von all diesen, was soll ich sagen, Methoden oder was sind die Gedanken, wo sind die Parallelen, was entscheidet sich da, unterscheidet sich da voneinander? Und eben die Alexandra ist Access Consciousness, wie heißt das, Therapeutin? Oder? Kann man so sagen, ja. Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Therapeutin, und aber. Du erzählst jetzt einfach Anbieterin. Anbieterin, uns mal kurz, dass wir wissen, was ist Access Consciousness, was ist die Idee dahinter und was machst du genau? Okay, also ich stelle erstmal mich vor, ich bin die Alexandra, genau. Und ich verbringe meinen Alltag oder mein Leben sehr viel mit Yoga. Ich bin Yogalehrerin und Thai-Yoga-Masseurin. Und Wow. das war so auch der Impuls, genau. Also kurz nachdem ich meine Thai-Yoga-Massage-Ausbildung gemacht habe, habe ich irgendwie noch was gesucht, was noch tiefer vielleicht gehen kann, nachdem man den Körper durchbewegt hat und hier schon versucht hat, alles in Fluss zu bringen, dass die Energie schön strömt, einfach, dass es noch tiefer gehen kann. Und dann habe ich halt auf Facebook eine Anzeige entdeckt mit diesen Access Bars, eben diese 32 Energiepunkte am Kopf, die man halten muss, ganz sanft auch, und die dadurch eine tiefe Entspannung herbeiführen können. Und mein Impuls war halt, das möchte ich anwenden mit der Thai-Yoga-Massage ursprünglich. Genau, also das mache ich auch. Und ja, jetzt, was ist Access Consciousness oder auch die Bars speziell? Also das Ganze ist eigentlich so aufgebaut mit, kreier da dein Leben, das du haben möchtest. Und gerade jetzt die 32 Energiepunkte, damit löscht man halt praktisch alle Muster oder alle Glaubenssätze, alle Strukturen, die man in seinem Leben angesammelt hat und die Ladungen, die auf verschiedenen Themen, auf bestimmten Bereichen halt drauf sind, dass man die erstmal entlädt, damit man wieder freier wird, um zu handeln. Also sozusagen auf Null setze, das ganze System. Damit man dann, ohne getriggert zu werden, ohne von seinen Strukturen und Mustern geleitet zu werden, dann neu entscheiden kann, was will ich wirklich. Also das mit auf Null setzen kann man ja quasi vergleichen mit, was Dr. Joe Dispenza sagt, oder? Werde nichts, werde niemand im zeitlosen Raum, wo du tatsächlich einfach dich völlig zurückziehst von der Realität sozusagen. Genau, also von der Realität, die im Außen um uns herum ist, wieder zurück zu mir, zum Gewahrsein, zu meinem Licht oder zu meinem Kern, was ich eigentlich bin. Und Dr. Joe Dispenza sagt es ins Feld, oder? Ins Feld der unbegrenzten Möglichkeiten, weil das ist ja unser Kern, oder? Ja. Warte, ganz kurz, kannst du noch erzählen, wie kamst du zu Dr. Joe Dispenza, dass wir hier da den Zusammenhang kriegen? Also zu Dr. Joe Dispenza kam ich halt über seine Meditationen. Also kann ich jetzt gar nicht mal sagen, wie genau, aber es hat mich einfach total angesprochen, als ich im Internet halt davon gelesen habe und gehört habe. Ich habe ja schon einige Dinge von ihm mitgemacht, solche Online, wie sagt man, Schulungen sozusagen, diese ganze Meditationen. Ja, genau, also so. Also das, wie du sagst, das deckt sich ja eigentlich auch mit der Yoga-Philosophie. Mir ist es persönlich immer wichtig, ich möchte nichts jetzt mir nochmal herbeihole, was nichts mit dem zu tun hat, was ich eh schon mache. Ich will es miteinander verbinden. Und für mich ist wichtig, also Yoga ist für mich schon ein großer, wahrer Teil auch einfach, wie man auch mit sich selber umgehen kann und wie man auch geistig mit sich arbeiten kann. Und da Dr. Joe Dispenza sowieso, klar, und aber auch Access Consciousness, das deckt sich schon auch mit dem Ganzen, eben mit dem Zurückkommen wieder zum absoluten Gewahrsein eigentlich, zu sich selber, zu meinem Kern, das, was ich wirklich bin und was mich ausmacht. Und aus diesem Sein dann wieder alles empfangen zu können, was da ist und was ich möchte und was meine Seele will, wohin die will. Und was ist denn deine Definition von Seele? Ich hatte da auch schon mal
eine Frage reingestellt, weil da gibt es ja auch nicht wirklich die Definition, oder? Was ist die Seele? Okay. Also, jetzt vom Yoga, von der Yoga-Philosophie nochmal her, da gibt es ja Brahman, dieses absolute Ganze, Gott. Und Atman, die Einzelseele, ist ein Teil von Gott. Also wir sind alle göttlich. Mhm. Und wir haben uns vielleicht durch unsere Identifikationen zu einem Einzelwesen machen lassen, gell? Oder halt oder müssen wir abgetrennt, auch eine abgetrennt, oder? Abgetrennt, ja, genau. Genau, und durch unser Ego-Bewusstsein bleiben wir auch da drin, weil wir uns ständig vergleichen oder ständig ja im Außen Dinge suchen. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht, wie ich das richtig erklären soll, aber halt, ja, durch unser, also ja, durch unser Leben hier als Mensch sind wir halt und diese Einzelseele. Und Dr. Joe Dispenza sagt es halt einfach, das ist der Verstand, oder? Der Verstand. Mhm. Der sich mit den niederen oder niederschwingenden Emotionen auseinandersetzt, oder? Und dadurch die Trennung herstellt. Mhm. Mhm. Ist gleich, oder? Du genau. Sagst Ego und Yoga sagt, was hast du gesagt? Dieses Atman, die Einzelseele, durch die Identifikation. Mit ja. meinem Denken, mit meinem Geist, ja, genau. Genau. Und eigentlich wollen wir ja alle wieder zurück. Die Seele will eigentlich wieder zurück zu diesem großen Ganzen. Wo eben keine Beurteilungen, keine Verurteilungen. Keine Bewertungen. Keine Bewertungen stattfinden. Auch eben diese niederen Emotionen wie Angst und Scham, Schuld. Schuld, genau. All das hat ja da überhaupt nichts zu suchen. Ganz genau. Weil diese Dinge sind ja wieder die, die uns blockieren. Oder die uns in unserem wahren Sein einfach dann nicht wieder in die Kreation kommen lassen. Das sind genau. die Barrieren, die wir aufbauen im Laufe des Lebens, sozusagen, ja. Und die wir auch energetisch, sag ich immer, mitkriegen. Von unserem Umfeld, von unseren Aufziehbeauftragten zu sagen, oder? Weil es sind ja nicht immer die Eltern, die Aufziehbeauftragten sind, wirklich die Bezugspersonen. Und das übernehmen wir dann einfach so, weil das halt eine Energie ist, wo wir denken, die gehört zu uns. Mhm, und dadurch genau. identifizieren wir uns. Und machen die zu unserer Realität und zu unserer Wahrheit. Und genau. irgendwann wissen wir ja gar nicht mehr, was wir selber sind oder was ich bin, aufgrund der ganzen Dinge, die auf uns zukommen sind. Und ja, uns Muster man vergisst es und man kriegt es eben heutzutage genau. in unserem System nicht beigebracht. Ja. Und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, das wieder selber über uns zu lernen. Und wie macht es jetzt Access Consciousness, wie gehen die dahin? Also die gehen so dahin, dass die Basis, das ist sozusagen die Grund, das Grundelement von dem Ganzen. Und da geht es eben darum, diese Muster, diese Strukturen, diese Bewertungen und Verurteilungen, die wir im Laufe des Lebens mitbekommen haben, dass man die praktisch löschen könne, dass man die wieder auf Null setzen, um dann wieder in die Kreation gehen zu können. Und bei diesen 32 Punkten ist es so, dass die Punkte auch für verschiedene Lebensthemen stehen. Teilweise, da wieder die Verbindung zum Yoga, sind die Aude Meridiane zugeordnet. Und den Meridianen wiederum zugeordnet sind unsere Organe zum Beispiel auch. Und Organe stehen für unterschiedliche Emotionen. Also die, man sagt ja auch, die Leber speichert Wut, die Nieren Traurigkeit oder. Also ich versuche halt immer so nochmal die Verbindung zu schaffen zu dem Ganzen. Und so, das löscht man halt dann, was da drin praktisch gespeichert ist, welche Ladungen da drauf sind, genau, um dann neu zu kreieren, neu zu machen, neu zu werden. Und kannst du was dazu erzählen, wie diese Löschung stattfindet? Weil es wäre ja schön, wenn man da einfach so Knopf drücken könnte und dann habe ich nie wieder ein Scham- oder Schuldgefühl. Mhm. Also es gibt zum Beispiel einen Löschungssatz, sozusagen wie so ein Mantra oder so, dass die dann anwende bei den Bars zum Beispiel.
Genau. Ich habe mich da schon ein bisschen informiert. Das ist ja ein englischer Satz, der bleibt immer englisch, gell? Sag den mal. Genau. Also der heißt Right and Wrong, Good and Bad, All Nine, Pock Pot, Shorts Boys and Beyonds. Und das sagst du quasi wie so, du könntest auch sagen, löschen oder so. Also der hat schon eine Bedeutung. Ich habe mir vorhin mal ein bisschen rausgeschrieben, weil in der Aufregung. Genau, also ich kann ja mal ein bisschen was dazu sagen. Also gerade dieses Right and Wrong, Good and Bad, das heißt halt alles, was richtig oder falsch, gut oder schlecht ist, an all diesen Dingen halten wir ja fest. Und auch hier wieder die Verbindung zum Yoga. Es gibt die fünf Kleshas. Und Kleshas sind so Strukturen und Muster, die unseren Geist beeinflussen. Und das ist jetzt ein Satz von diesem ganzen Löschungssatz, dass wir nicht mehr gesteuert werden oder dass wir eben keine Bewertung mehr drauf haben, was ist richtig, was ist falsch. Das sind die Dinge, die uns einschränken, weil wir sie bewerten. Dann dieses All Nine, das heißt halt, dass alle Schichten geklärt werden, energetisch, alle neuen Schichten. POC ist der Point of Creation, Punkt der Kreation, da wo Gefühle und Emotionen direkt vor meiner Entscheidung etwas Bestimmtes haben zu wollen. Der Punkt vor der Entscheidung. Dann Point of Destruction, Punkt der Zerstörung, bezieht sich auf die Art und Weise, wie du dich selbst zerstört hast, um das, was du klärst, in der Existenz zu halten. Also wir können ja auch bestimmte Dinge nicht so loslassen. Und eigentlich wollen wir die klären und wir halten die aber noch in der Existenz fest, die Gefühle und die Emotionen. Dann Shorts, was ist bedeutend und unbedeutend? Boys, das sind die Bereiche im Leben, in denen wir ohne Effekt versucht haben, etwas in den Griff zu bekommen. Und Beyonds, das sind die Schrecken, die Gefühle oder Empfindungen, die uns eng machen und einschränken. Man könnte auch sagen, es sind die Traumata eigentlich. Und diese All Nine? Ja. Ist das okay, wenn ich da mal kletter? Ja, klar. Weil das ist ja auch das Wichtige. Du musst eigentlich gar nicht wissen, was es bedeutet, gell? So ist es tatsächlich. Ich bin auch nicht jemand, wo das bis ins Detail im Kopf wissen muss. Ich habe diese Access Bars erlebt, ich habe gleich die Ausbildung gemacht. Und also erstens tiefe Entspannung. Also die sagen auch, schlimmstenfalls ist eine tiefe Entspannung. Und am allerbesten kreiert es dein ganzes Leben neu. Und ich stand zu dem Zeitpunkt im Leben an einem Punkt, ich hatte keinen Job mehr. Also das war vor 2 Jahren ungefähr. Mir ging es innerlich, ich war einfach außer Balance. Ich war zwar schon Yogalehrerin und habe auch Yoga unterrichtet, aber ich habe gespürt, es bin noch nicht ich. Also es war noch eher so ein Plan, der vorgegeben war, den ich abgespult habe oder so. Aber ich hatte mich noch nicht darin gefunden. So wirklich, wirklich. Und ab dem Zeitpunkt habe ich einfach gemerkt, dass in mir eine wahnsinnige Stärke entstanden ist, die mich nicht mehr so sehr von äußeren Einflüssen beeinflussbar macht. Ich konnte viel mehr merken, was mein Weg ist. Danach kam auch ein ganz toller Job auf mich zu, den mache ich jetzt noch. Ich habe da unglaubliche Chance jetzt, in die Ausbildung mit Erwachsenen zu gehen. Also ich arbeite noch 50% und mache eben mit Yoga. Ich biete Workshops an, also ganz unterschiedliche Sachen. Und ich bin plötzlich in meiner Kraft. Das ist das Allergeilste. Ich meine, es gelingt mir auch nicht hundertprozentig immer. Gell? Das ist auch noch Schwankungen Das ist unterworfen, das ist ja absolut klar. utopisch, das haben zu wollen, weil Genau. wir brauchen das ja immer wieder, um den nächsten Schritt zu machen. Also für mich sind solche, sage ich mal, Taucher oder sind immer irgendwie Absprungrampen für den nächsten Schritt auch, dass wir uns Auf jeden weiterentwickeln. Fall. Aber war das dann bei dir so, dass das nach einer oder nach der ersten Behandlung oder wo du das kennengelernt hast, hast du schon sofort den Effekt oder war das so ein Prozess? Also ich hatte tatsächlich sofort einen Effekt. Also gut, ich beschäftige mich auch schon lange mit meinem Geist und Dr. Joe Dispenza hatte ich auch schon vorher gekannt. Also ich habe mich schon lange mit mir selbst beschäftigt, auch mit dem Yoga und so, aber es hatte doch spürbar sofort den Effekt. Ich kann es jetzt aber auch nicht mehr ganz festmachen, an was sich genau verändert hat oder so, aber ich habe gespürt, es war so ein Selbstläufer. Ich musste nicht mehr ständig
suche nach etwas, was mir hilft und was mich weiterbringt und Job und keine Ahnung was alles, sondern es kam auf mich zu. Also ich habe mich schon so empfunden, dass ich auf Empfang war. Und du konntest einfach auch loslassen, die Vergangenheit, oder? Also du hast auch dann irgendwann mal gesagt, auch wie es Dr. Joe Dispenza halt so sagt, wenn du die Vergangenheit in die Zukunft tragen willst, kreierst du keine neue Zukunft. Und da musst du natürlich an den Punkt kommen, wo du sagst, ich kann das loslassen, ich brauche das gar nicht mehr, weil alles, was ich brauche, kommt ja in der Zukunft. Und wenn ich irgendwas aus der Vergangenheit brauche, dann kann ich das ja neu haben, oder? Das ist wie, wenn du eine Klamotte wegschmeißt, oder? Und sagst, ja, wenn ich dann irgendwann mal wieder eine Bluse brauche, dann kriege ich die, oder? Ganz genau. Sozusagen. Und ich habe die Erfahrungen, die ich aber in der Vergangenheit gemacht habe, die ich wollte, die ich mitnehmen wollte, weil sie mir im Jetzt einfach auch eine Basis bilden, die habe ich schon mitgenommen und aus der Erfahrung auch was Positives gemacht. Nicht mehr den Müll, den Scheiß, das Negative, was da war, das habe ich hinter mir gelassen. Ja, mal mehr, mal weniger, natürlich, gell? Ist mal im Prozess und es ist ein Weg. Aber ja, wie gesagt, es ging dann eigentlich peu à peu vorwärts. Ich konnte mich auch von Dingen lösen, wo ich dran festgehalten habe, wo ich dachte, wenn ich die loslasse, dann werde ich wieder schwach, dann komme ich wieder ins Strudeln, dann habe ich nichts mehr, wo ich mich dran festhalten kann. Also auch Menschen zum Beispiel, gell? Wo ich gewusst habe, nee, es bringt mich nicht weiter, also lasse ich es los und gehe einfach jetzt meinen Weg und gehe vorwärts und suche die Möglichkeiten, die es gibt. Aber du würdest schon auch sagen, das war so ein Zusammenspiel von allem, was du eben getan hast mit dir selber. Glaubst du, dass jetzt da einer aus dem Burnout sozusagen zu dir kommen kann und der kriegt Entspannung auf jeden Fall, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Erfahrung habe ich ganz klar gemacht. Nicht nur Burnout, Traumata und sowas, die vom Nervensystem her einfach oben drüber sind und die dann mal wirklich loslassen konnte und in die tiefe Entspannung reinging. Und das Interessante ist bei der Access Bars, wenn man die gibt, es gibt Menschen, wenn die eh schon durchlässig sind, die spüren ihre Chakren, die spüren ihre Körperteile. Also das ist phänomenal. Also ich bin ja immer im Austausch, auch mit anderen, mit der Access Bars. Und wenn ich jetzt mal länger keinen Austausch mehr hatte, dann ist das für mich auch nicht mehr so greifbar. Dann weiß ich auch nicht mehr genau, ja, was ist es denn jetzt eigentlich? Und dann kriege ich sie wieder und dann spüre ich wieder eigentlich sofort, wie alles in Fluss kommt, wie sich alles löst. Und dann denke ich, jetzt mal, das ist der Hammer. Wie kann es eigentlich funktionieren? Aber eben, ich bin so ein Spürer. Ich will nicht alles mit dem Kopf. Es ist auch nicht so erklärbar. Es ist eine Energiearbeit. Gell? Es ist eine Form von Energiearbeit. Also ja, man muss es tun und spüren. Kann man auch sagen, dass es irgendwie eine unterstützte Meditation vielleicht auch ist, wo du so als Katalysator wirkst, dem anderen die Erlaubnis gibst, sich eben in dieses Nichts fallen zu lassen? Ja. Also wirklich rauszugehen aus diesem Ego, aus dem Verstand und sich quasi so wie im sicheren Raum fühlt, weil ja nochmal jemand da ist, oder? Sag jetzt mal, bei den Meditationen von Dr. Joe Dispenza bist du zwar auch mit anderen und du spürst auch die Energie der anderen, aber letztendlich bist du alleine in deiner Leere, alleine in deinem Nichts, oder? Und das kann natürlich auch Angst machen, oder? Wenn du nicht weißt, was da passiert. Das ist natürlich vielleicht schon hilfreich, wenn jemand dabei ist und das ein bisschen begleitet, so kann ich mir das vorstellen. Obwohl ich sage, ich bin noch nie in einen Genuss gekommen von so einer Bars, Access Bars Behandlung. Ich habe nur gehört. Ja, dann muss man nach Donaueschingen kommen. Genau. Ja, nee. Und es greift auch tatsächlich ins Yoga mit ein, gerade diese Löschungssätze, oder ich habe dann auch diese, da gibt es auch viele Tools noch mit Körperarbeit einfach, und die lasse ich, das sind eben viele Sätze auch, die man auch sagen kann, und die lasse ich auch in meine Yogastunde teilweise laufen, also einfach auch fürs Bindegewebe zum Beispiel, für die Organe, und ich merke, es hat eine andere Qualität. Also meine Energie ist höher. Ein Beispiel. Also warte. Oh Gott, wenn man mich immer so spontan fragt. In der Yogastunde bin ich aus dem Kopf draußen, da fließt. Ja, ja. Also
Aber frag mich jetzt bitte nicht ins Detail, was der heißt. Es gibt so einen Satz, MTVSS, Fließ. Oder das ist einfacher. Thymusdrüsenübung, Fließ. Oder Lauf. Die Thymusdrüse ist ja auch mit unserem Hormon, alles ins Fließen kommt. Oder damit der Teilnehmer einfach, ja, besser loslassen kann, durchlässiger wird. Sowas ist das jetzt zum Beispiel. Oder ich stelle Fragen. Die Tools von Access Consciousness sind auch Fragen, bleib in der Frage und nicht in der Antwort. Also gib der Frage Raum und schick die ins Universum. Es ist ja auch wieder ähnlich wie Bärbel Mohr, die kennen sich ja auch viele. Die hat ja auch mit den Fragen, glaube ich, gearbeitet. Aber egal. Und genau, sowas. Also Also zum der Gedanke Beispiel. dahinter, ja, zum Beispiel. Ja. Also jetzt zum Beispiel eine Frage wäre, warte mal, Entschuldigung. Also was kann ich heute sein oder tun? Und was kann mir heute ein Beitrag sein? Das ist jetzt vielleicht nichts, was ich direkt im Yoga laufen lasse. Aber jetzt zum Beispiel Massage. Bevor ich jemanden berühre oder beginne zu massieren, frage ich, Körper, welchen Beitrag kann ich jetzt für dich sein? Und welcher Beitrag kannst du für mich sein? Sowas zum Beispiel jetzt. Also für mich ist es Frage. ganz klar, du gehst aus dem Verstand raus, du hast die klare Intention, um hier wieder die Brücke zu schlagen zu Dr. Joe Dispenza, was du möchtest. Diese klare Intention, diese klare Anweisung auch zu geben und zu sagen, ich bin der Schöpfer, ich bin der Kreator, ich kann Anweisungen geben. Und wenn diese klare Intention da ist, dann ist auch die klare Auswirkung, die klare Antwort, die klare Lösung kommt dann. Die darf ich dann empfangen. Du musst nichts wissen, oder? Du musst wirklich nichts wissen, sondern du übergibst die Verantwortung dorthin, wo sie getragen werden kann. Und zwar dort ins Höhere, ins Feld, zu Gott, zu wie auch immer das genannt werden will, mit der klaren Intention, du sagst, ich kann dich anweisen und ich weiß mit vollem Vertrauen, dass diese Anweisung ausgeführt wird. Oder? Ja, sozusagen. Also, Sozusagen. ja, genau. Also, oder ich gebe auch eine Frage raus ans Universum und kann empfangen. Also es geht auch vielleicht nicht nur darum, das Gute zu empfangen. Mir kann ja alles ein Beitrag sein. Es kann mir auch ein Beitrag sein, dass ich vielleicht mal eine schlechte Erfahrung mache. Und das aber trotzdem anzuerkennen und zu empfangen. Die schlechte Erfahrung wird ja nur schlecht, wenn du sie schlecht beurteilst. Genau, durch meine Sonst ist es Bewertung. ja nur noch eine Erfahrung. Ganz genau. Genau. Ja. Und da ist ja auch so ein bisschen wirklich dieses Prinzip endlich zu begreifen, dass unser kleiner Verstand da oben nicht wirklich viel weiß. Und Und doch alles weiß. aber alles wissen kann. Wenn er nicht meint, er müsste mit dem logischen, analytischen Wissen aus der Vergangenheit, aus dem, was ja schon mal bekannt war, ziehen, sondern er kann ja ziehen aus dem unbegrenzten Feld der Möglichkeiten, aus allen unendlich großen Möglichkeiten. Genau. Alles, genau, alle Möglichkeiten, die das Universum uns bieten kann. Welche unendlich sind? Welche unendlich sind. Ich kann alles kreieren in dieser Unendlichkeit. Bin ich Gott? Ich bin ja auch Gott. Natürlich. Wir alle sind ja göttlich. Wir alle haben die Macht der Kreation. Die Macht der Kreation und wir haben die Macht der Intention und eben auch die Macht und die Kraft, einfach nur diese Intention rauszuschicken. Und deswegen passiert es wahrscheinlich auch bei den Bars, oder? Weil du machst eine klare Intention und sagst, ich möchte es gelöscht haben. Ich möchte ganz klar mich trennen von diesen Sachen. Oder? Das ist auch so wichtig und vielleicht auch für die, die jetzt bei Dr. Joe Dispenza Meditation oder sowas Probleme haben, in diesen sogenannten Raum einzutreten. Da ist es auch wirklich oft so wichtig, dass die Intention klar ist, oder? Dass ich will dorthin. Ich will nichts mehr mitnehmen. Ich will leer sein. Ich will nichts sein. Ich will niemand sein. Nur derjenige, wo halt zu mir kommt und diese Access Bars nimmt, der
Das ist nicht unbedingt der Fall, dass ich vorher noch ein Gespräch groß führen muss und der mir sagt, was er jetzt loswerden will oder so. Also das Eben, passiert dann aber das ist einfach auch auch bei mal den eben. Meditationen so, dass das ja gar nicht darum geht, um was, oder? Nur das Problem ist, dass der Verstand will ja immer irgendwie was machen. Der will Der gefüttert Verstand. werden. Genau. Und wenn jetzt einer zu dir kommt, der übergibt ja erst, der übergibt alles dir. So, jetzt sind wir wieder da, also zumindest erstmal ich. Und zwar hat es uns leider ja vorher rausgeschmissen aus dem Interview und die Alexandra hat noch eine ganz coole Übung für uns und zwar das Energieziehen. Und dann habe ich jetzt halt gesagt, komm, wir gehen jetzt einfach nochmal live und wir schauen uns das nochmal, wir machen das und alle, die später dazukommen, die können sich das dann nochmal anschauen. Oh, ja, super. Also diese Ja. tolle Übung, wo du gerade gesagt hast, die wollen wir natürlich den Leuten nicht vorenthalten. Auch wer jetzt keine Zeit hat, kann das ja nachher machen, oder? Genau, das kann man jederzeit wiederholen, gar kein Thema. Genau, es ist Ja. eine kleine Energieziehübung, eine kleine Meditation, die ich noch gern mit euch machen würde. Soll ich gleich beginnen, Patricia, oder? Ja, fang gleich an und die anderen, jetzt funktioniert es genau. Wir machen jetzt, hallo Maria, wir machen jetzt Energieziehen. Ich sage noch schnell eine Übung aus dem Access Consciousness, richtig? Oder Access Bars? Ich weiß nämlich nicht den Unterschied. Consciousness. Access Consciousness. Und das könnt ihr immer wieder machen und die Alexandra zeigt uns das jetzt. Genau, also ich zeige es euch und ihr macht bitte gleich mit. Also setzt euch erstmal bequem hin, so, und schließt deine Augen und dann spür erstmal so deinen Körper, dein Gesäß, mit dem du auf dem Boden oder auf dem Kissen oder auf dem Stuhl sitzt. Nimm deinen Atem wahr. Vielleicht auch deinen Herzschlag. Und jetzt lass mal alle Barrieren runterfahren. Kannst dir vorstellen vielleicht, dass du die von oben, von der Stirn über die Wirbelsäule nach unten bringst, alle Barrieren ablegst und nach unten fährst. Atme tief ein und aus. Verbinde dich so nochmal mit deinem Körper, mit deinem Atem, mit deinem Herzschlag. Und dann spür mal in den Raum hinein, in dem du jetzt gerade sitzt, in dem du stehst oder liegst, wie auch immer. Nimm die Wände wahr in diesem Raum, hinter dir, links und rechts und vor dir. Und atme in diesen Raum hinein und weite dich aus. Dehn dich aus, mach dich ganz groß und über diesen Raum hinaus, mach dich größer und größer. Über die Stadt oder über das Dorf hinaus, in dem du lebst. Und weite deine Energie bis in die nächsten Städte außenrum. Mach das einfach so in deiner, tu das einfach, entscheide dich einfach dafür, ohne dass du dir das jetzt großartig vorstellen musst. Entscheide dich dafür, das zu tun. Dehn dich aus, dehn dein Bewusstsein aus. Über alle Städte dieser Erde hinaus und sogar über unseren Erdball hinaus. Mach dich immer weiter und weiter und dehne deine Energie aus und dehne dich in das Universum hinein, in das Feld des Universums. Nun zieh die Energie von diesem Universum. Zieh die Energie von der Erde und zieh die Energie von zum Beispiel allen Pflanzen, allen Tieren, von all dem, was dich umgibt, kannst du die Energie ziehen, in dir aufnehmen und dich gleichzeitig ausdehnen in diesen Raum hinein, der um dich herum ist. Und aus diesem Raum heraus nimm die Energie wieder in dir auf. Nimm den Raum wahr und zieh den Raum in dich hinein und lass deine Energie in den Raum hineinfließen. Und nun spür dich nochmal, spür deinen Körper. Nimm dich wahr, wie du jetzt bist. Mit deinem Atem und mit deinem Herzschlag.
und spüre, ob sich vielleicht durch diese Übung, durch diese kleine Übung etwas verändert hat. Vom Körperliche her, aber auch Emotionen. Lass die Energie weiterfließen. Ja, und diese Übung, ganz klein, kannst du jederzeit immer wiederhole, dich einfach mit dem Raum um dich herum verbinde, mit dem Universum und dann dich ausdehnen und die Energie zu dir reinlasse und empfangen. Sehr schön. Das kann man einfach mal machen zum Entspannen, zum Auftanken. Auch, ja, aber auch wenn man vielleicht zum Beispiel so Irritationen spürt im Außen oder so, gell? Dass man einfach durchlässig wird für alles und das empfängt. Auch die, ich habe vorhin das so genannt mit negativ, unsere Bewertungen machen ja zu was Negativem, aber wenn vielleicht irgendwas auf uns einströmt, mit dem wir gerade nicht so in Verbindung sind, aber wir können uns verbinden mit dem Allen, wir können alles empfangen und für alles ist nur Energie, dann empfangen wir halt die Energie von irgendeinem, der uns irgendwas an den Kopf schmeißt oder so, egal. Im Austausch sein und durchlässig bleiben. Ich glaube, das ist es. Und im Gewahrsein sein, weil diese Übungen, wenn man so eine Übung macht, dann kommt man wieder bei sich an. Man kommt ins Gewahrsein, man kommt in den jetzigen Augenblick und dann, ja, dann, wie gesagt, ist man einfach durchlässig und nicht mehr angreifbar. Man hat die Barriere runtergemacht und empfängt und dehnt sich aus. Quasi du gehst mit offenem Herzen durchs Leben sozusagen und kannst die schönen Sachen empfangen und für das, was du eben nicht willst, bist du einfach durchlässig. Bin ich durchlässig und empfange die genauso. Eben, es ist ja meine Bewertung, die es zu irgendwas macht. Ja. Und ist eigentlich alles nur Energie. Alles nur und Energie. Nur Energie. Und erst wenn ich in den Widerstand gehe, gegen irgendwas, dann wird die Energie eng und ich fühle mich eng. Den nehme ich mich aus, den dehne ich meine Energie aus und werde weit. Und dann kann sich auch nichts anhaften, so. Ja, die Energie von jemand anderem oder irgendwas. Cool. Schön, dass wir uns noch eingeschaltet haben nochmal. Sind jetzt zwar noch ein paar da. Dann können wir ganz kurz noch schauen, ob ihr was in die Kommentare schreiben wollt, ob ihr noch Fragen an die Alexandra habt. Wie gesagt, sonst könnt ihr auch jetzt unter das Video noch Fragen stellen. Du schaust ja, genau. Wenn da noch irgendwas kommt, dann beantwortet sie das super gerne. Und ich denke, ja, jetzt gehen wir zum Abendessen, oder? Ja. Lassen den wunderschönen Pfingstsonntag ausklingen. Ich sehe jetzt hier gerade nichts mehr, keine Frage oder so. Aber ich denke, da kommt jetzt in den nächsten Tagen vielleicht noch ein paar Kommentare oder so für Leute, die erst das sich später anschauen können. Herzlich ich danke dir von ganzem Herzen. Es war wunderschön, danke, dich kennenzulernen. Und wir auf Gegenseitigkeit, total. Vielen, vielen Dank. Auch für die Möglichkeit, die ich hatte. Ja, wunderbar. Und allen, die zugeschaut haben und alle, die auch noch irgendwelche Ideen, Inputs bringen, wir freuen uns riesig auf den Austausch. Also, genau. Vielen Dank euch bye allen. Bye. Tschüss. Ciao.